Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Graces. In der letzten Folge hatten wir ein kinoreifes Schauspiel gesehen, was unsere Truppe hier auf die Bühne gebracht hat. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar weitere Cutscenes. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich suche jetzt hier mal ein Gebiet ab. Und ich bin jetzt nicht sicher, wo es nochmal war, aber irgendwo hier wird es schon sein. Irgendwo hier ist noch ein verstecktes Gebiet. Ja, das Seebad. Und da gehen wir jetzt hin. Da gibt es auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Oh ja. Hui. Hallöchen, na? Mit dir wollte ich nicht reden. Dir vielleicht. Mann. Ja, wo sind wir ja? Keine Ahnung, ne? Sieht ein bisschen luxuriös aus. Lassen wir einfach mal da reingehen. Hier ist nämlich ein Strand. Warum? Was haben wir hier? Ein Schwimmreifen halten. Du kannst es im Startmenü ausrüsten. Bams. Schwimmreifen, so. Hey! Und hier, wenn ich mich nicht irre, gibt's noch was? Oder auch nicht? Was? Hier. Eine Haifischflosse. Das ist ja auch irgendwie was von, was wir brauchen für die Katz Corner. Und dann mal noch hier. Wir kommen im Seebad. Mein Gott, wer versteckt denn sowas hier einfach so? Komisch, ne? Jetzt gibt es ja, glaube ich, auch nichts mehr zu tun, ne? Wir brauchen auch einen Badeanzug. Komm schon, ich will mit dir reden. Wollt ihr den Pool benutzen? Ja. Ein Badeanzug gibt es gerade dazu. Bitte sucht euch einen aus. Die Umkleideräume befinden sich hinter der Seitentüren. Cool, war ins Mikro gekommen. Wo sind die anderen? Natürlich, Malik. Malik hat immer noch das Beste von allen. Sie sind wohl noch nicht hier. Übrigens, was diese Brille angeht. Auswahl. Ach nichts. Jedes weitere Wort wäre unhöflich. Also, wo ist Aspel? Ich dachte, er wäre schon vorausgegangen. Nein, er sagte, er würde nachkommen. Aber die Mädchen sind spät dran. Danke, dass ihr gewartet habt. Fenster, wiss, mehr oder weniger. Ja, also wie sehen wir aus? Hi, ehrlich gesagt, ist mir das ein bisschen peinlich. Wenn man bedenkt, was du sonst anders, finde ich nicht, dass du dir das peinlich sein sollte. Hey, sei nicht so gemein. Deine Art, wie ich mich sonst anziehe, ist überhaupt nichts auszusetzen. Wie bitte, Pascal? Du möchtest wissen, wieso ich diesen seltsamen Klamotten trage? Ich denke, diese Frage sollte man eher dir stellen. Ihr habt doch gesagt, dass sie dieses absurde Outfit nicht tragen soll. Aber egal, sieht so viel nicht süß aus. Miau, Hubert. Miau, Hauptmann. Hey, das ist ziemlich süß. Du bist eine Katze, richtig? Ich bin ein heißes Kätzchen. Sophie, wo um alles in der Welt hast du das denn aufgeschnappt? Wie kannst du ja nur so etwas beibringen, Sharia? Das habe ich doch gar nicht. Ups, ich habe eigentlich Miezekätzchen gemeint. Ja, also lass doch bitte in Zukunft bei der Auswahl deines Vokabulars etwas mehr Sorgfalt walten, ja? Jawohl, Hauptmann. Ich denke, ich weiß, wo sie das gehört hat. Oh, da habe ich auch so eine vage Vermutung. Ja, also, wie auch immer. Wo steckt Aspel? Er sagte, er würde sich etwas verspäten, aber... Hauptmann, was habt ihr vor? Also gut, es wird Zeit für einen kleinen Anmachwettbewerb. Was? Oh, wir haben noch keine Zeit für... Bist du bereit, Sharia? Ich? Dir fehlt es an Sexspiel. Wenn das so weitergeht, wird Aspel dich nie bemerken.
Jetzt hört mal zu, mein Guter. Ich habe kein Interesse und hatte das auch nie an. Zum Glück haben wir noch etwas Zeit, bevor er auftaucht. Arbeite an deinen Sexappeal, Sharia. Du willst ihm doch bestimmt von der besten Seite präsentieren. Oh, also gut. Dann bringen wir es hinter uns. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Miau? Also, wir werden uns jetzt alle darin abwechseln, andere anzubaggern. Ihr könnt an dieser verrückten Übung ruhig teilnehmen, wenn ihr wollt. Ich für meinen Teil weige mich damit zu machen. Toll, ein Fisch weniger im Teich. Also gut, schau ja, du bist dran. Viel Glück. Das ist alles? Viel Glück? Wollt ihr mir nicht vorher die Feinheiten des Flirtens beibringen oder so? Woher soll ich denn darüber Bescheid wissen? Viel Glück, Sharia. Du schaffst das, Sharia. Ich tue auch noch, Sophie. Also gut, ich mach's. Das ist das Dümmste. Blöder, kleiner... Ah. Entschuldige bitte. Oha, baggerst du mich an? Das ist ja toll, ich bin noch nie von der Tusse angebaggert worden. Soll das etwa heißen, dass wir jetzt miteinander gehen? Nein, warte, das heißt, dass wir verlobt sind, richtig? Ich war noch nie verlobt. Nein, das heißt es auf keinen Fall. Also, ich habe dich mit jemandem verwechselt. Auf Wiedersehen. Geil. Ich glaube, das war ein Erfolg, wenn man so will. Mangelhaft, dieser Kerl hat ganz einfach voreilige Schüssel gezogen, auf eigenem Antrieb. Du musst jetzt Zuneigung schon selbst verdienen. Denk dran, dein wahrer Gegner ist Espel und du weißt ja, wie der so ist. Vielleicht solltest du versuchen, deinen weiblichen Reizen zu fallen. Weibliche Reize, Gut, ich schaff das schon. Cheria, ich denke, du sollst... keine Angst, Sophie, ich krieg das hin. Ach du meine Güte, wenn ich mir Flirt-Tipps von Sophie holen muss, dann werde ich echt verrückt. Espel müsste jeden Moment hier auftauchen. Okay, Sharia, das ist deine letzte Chance. Wirf alle Bedenken über Bord. Gut. Ich schaff das, ich schaff das. Ich werde Espel zeigen, wie frech und sexy ich sein kann. Komm schon, Sharia, reiß dich zusammen. Hau auf den Putz, wie du noch nie auf den Putz gehauen hast. Wen schnappt sie sich diesmal? Hey, Großer, wie wär's, wenn du und ich einen Abgang machen und mal so richtig Spaß miteinander haben? Bravo, Sharia. Ich wusste doch, dass sie das Zeug dazu hat. Na, wenn das keine Steigerung ist. Also ist es das, was sexy bedeutet? Peinlich. Sharia, was ist mit dir los? Nein! Das war peinlich. Es ist alles eure Schuld, Hauptmann. Die Irrtümer der Jugend sind lediglich das Fundament für die Weisheit des Alters. Wisst ihr, wo euch eure Weisheit hinstecken? Hey, Moment mal, ich meine, Ende gut, alles gut, oder? Nichts ist gut! Und was hast du überhaupt verloren? Was hast du überhaupt da verloren, Espel? Was ich verloren hatte? Ich war auf der Suche nach euch allen. Wenn du nicht so spät gekommen wärst, dann... Das ist alles deine Schuld. Unglaublich! Ja. Cheria hat den Titel Reizende Verführerin. Ja. Na gut. Oh Gott. Strafende Blüte, jo. Aber wenn ich mich nicht irre, dann ist hier noch die Entdeckung. Sonnenschutzranger. Jawohl. Die Strandbrigade. Oh my goodness. Hey, do you know what that is, Hubert? Are these models based off of units from Strata's military? Based? No, no, this has nothing to do with the military. They're merely action figures popular among children. Really? Do you like them? Ridiculous. Come on, let's go. Tonight, we feast on dead seafood. Pow-pow, pow-pow! Beach Brigade, Sunscreen Rangers, red! What are you doing? Oh, Sophie! What's a Beach Brigade? Diese ganzen peinlichen Momente. Branch of the Strata military? They're specially trained to, maintain peace in waterfront regions.
Ne? Wenn er sagt, wenn er sagt, sie soll Xavier Sophie nicht so Mist beibringen. So. Na verdammt. Warte nochmal. Ach ja, genau. Ich glaube, wir haben da etwas vergessen. Haben wir? Oh, richtig. Man hat uns am Anfang gesagt, dass wir die Bärte dann zu behalten können. Habt ihr eure denn nicht mitgenommen? Ich hab's vergessen. Ich auch. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin. Tja, wo wir schon mal einmal so weit sind, sollten wir vielleicht zur Umkleide zurückgehen und sie uns holen. Entschuldigung, aber habt ihr eure Badeanzüge dabei? Wir haben sie in der Umkleide Räumen vergessen, also wollten wir nochmal zurück. Tja, also was das angeht, wisst ihr, ich habe gerade das hier gefunden. Eine Karte? Da steht was drauf. Mal sehen. Na ihr Losers, ich habe eure Klamotten geklaut und dann habe ich sie in ganz Strata verstreut. Ha, da habt ihr ja nun davon, dass ihr einen Turteltauben-Treff im Pool abhält. Tortula, Tortula! Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Klingt, als hätte ein Turtles das geschrieben. Was guckst du mich denn so an? Ich weiß von nix. Mir hat dieser Badeanzug gefallen. Selbst wenn wir den Dieb finden sollten, heißt das noch lange nicht, dass wir unsere Anzüge zurückbekommen. Da müssen wir wohl ganz Strata absuchen, was? Also gut, wir werden nach möglichen Verstecken ausschalten. Ja, wenn ich nur wüsste, wo. So ein, zwei fallen mir so ungefähr ein. Einer ist... Ich weiß nicht. Ist das jetzt diese eine? Hier war der irgendwo. Irgendwo da war einer versteckt. Nur man konnte ihn kaufen. Einen konnte man kaufen, einer war versteckt. Und da war ein Skit. Nächtliche Pirsch. Doesn't all this combat make you tired, Sophie? No, not really. Because you always use healing arts to tend to my wounds. I'm not talking about wounds, Sophie. Exhaustion is something else. Don't you ever just wanna collapse? Yes. Well, that's exhaustion. And when that happens, doesn't it help to rest? I'm okay. The captain and I always have a long talk to help me fall asleep. Captain Malik, I don't mind if a little chatter comes up before bed, but what are you two always talking about? It's nothing weird, right? Well, that's up to the dice. Painful stories, memorable lessons, the numbers we roll determine the And then you just ramble on? Sophie can really shoot the breeze. Shoot the breeze? Wahrscheinlich sagt sie überhaupt nichts und er redet die ganze Zeit einfach nur. Ja. Und dann würfelt er auch noch. Ich weiß nicht. Ich würde echt irgendwie einen Film sehen, wo die beiden sich einfach nur unterhalten. So, war ich entweder hier oder. Ich glaube, hier war das, ne? Nee. War das nochmal? Ja. Okay, Gewürzset. Wow. Mein Gott, da glitzert was, ey. Ja, ich weiß, ich habe den Typen gesehen, aber... Gerberasam, ja, aber Hallöchen. Warum habe ich den nicht vorher gesehen? Prüfen. Heute habe ich sagenhaftes Schnäppchen für euch. Für 100.000 Geld verkaufe ich etwas richtig Tolles. Was könnte das wohl sein? Kaufen was. Danke für euren Einkauf. Xaviers Badeanzug zurückgeholt. Küstenengel. Ja, nehmen wir den mal. Damit kann sie sich schon mal den Badeanzug anziehen. Geil. Und der nächste war, dann war der ja. Ich glaube, ja, ich habe das so wieder im Kopf irgendwie. So, hi. Ich habe diesen Badeanzug getragen, um Leute vor dem Ertrinken retten zu können. Aber ich finde noch nicht einmal jemanden, der sich denn ein Glas verschluckt. Der sich an ein Glas verschluckt. Also bitte, hier, könnt ihr ihn haben. Malik's Badeanzug zurückgeholt. Okay. Lebensretter. Geil. Also sammeln wir hier ganz Kostüme. Aber ich meine irgendwie... Ich meine, Espels Ding war irgendwo versteckt. Aus irgendeinem Grund.
kann mir nicht vorstellen, hat der dritte Au irgendwie in einen der Dinger hier versteckt ist. Irgendwo war der drinne noch, glaube ich. Frag mich jetzt nur nicht, wo. Na, ich glaube da, ne? Oder? Nee. Ha, da. Modeprinz. Schön. Kostüm. Objekt. Überlebender, geil. So, dann waren noch ein paar in Kämpfen. Ich glaube. Einer war im Rockkarton. Einen weiß ich auch noch, wo der ist, aber das können wir erstmal ignorieren, finde ich. Boah, wo war. Wie kommt man denn zum Rockkarton rein? Milan des Rockkarons. Nom 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 nom. Irgendwo im Rockkarton war der. Irgendein Gegner hatte den, glaube ich. Die müssen wir so oft kaputt klatschen, bis wir den bekommen. Man sieht aber auch, wer den hat. Die haben den nicht. Dann wüsste ich noch, wo einer ist, aber wo der letzte sein könnte, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, die restlichen sind jetzt nur durch Kämpfe irgendwie zu bekommen. Komme ich denn hier mal weiter irgendwie? Ich hoffe, im Rockerung war der. Ich mein ja, ne? Oh, was habt ihr denn? Bams! Auf Kreis und auf den obersten rechten Analogstick. Beides hier die gleiche Attacke. Warum kann ich ja nirgendwo hin? Ah, okay. Dann eben da lang. Dann da lang. Man sieht auf jeden Fall, wenn irgendjemand einen Badeanzug bei sich hat. Was wollt ihr denn? Lass mich mal gucken, ey. Auch keiner. Okay, dann gehen wir mal nach rechts gucken. Den auch nicht. Da ist eine Truhe. Was zum? Du hast einen Badeanzug. Wutsch. Ja, ich spam den Angriff. Brauch nicht. Okay. Komm her. Wäre schwer, du wutig. Also wie viele aushält. Okay, ist auf Chaos, aber egal. Genau, sind sowieso erstmal zu schwach. Hubert's Badeanzug zurückholt. Warte mal hier, Pfirsichgummi. Geil. Her damit. Und direkt Hubert ausrüsten. So, dann fehlt nur noch für Sophie und für Pascal, ne? Ja, wo ich Pascal mehr bekommen hat, weiß ich, aber Sophie weiß ich jetzt nicht. Könnte irgendwie ein zufälligen Kampf von Strata sein. Kann er nur ein Strata irgendwo sein, also werde ich wahrscheinlich Osqueen nachgucken, wo ich den finde. Ist hier ein Skit? Nö. Im Inneren des Rockkarons einfach so ein Skit, ey. Das wär's ja. Wo ich Pascal bekomme, weiß ich. Ich sogar noch im Kopf. Aber da will ich noch nicht hin. So, was können wir denn noch machen? Ja, den Pipinator. Kann ich übrigens jetzt herstellen. Ach ja, den letzten Samen kommen wir. Mein Gott, ich bin schon wieder gegen das Mikro gekommen. Den letzten Samen können wir einpflanzen. So, aber erstmal möchte ich den Pipinator herstellen. Und zwar mit. Boah, keine Ahnung. Ja, wir können diese Fragezeichen-Objekte nehmen, um den hier einzu
herzustellen. Der Pipinator. Ich vielleicht einen Katzkorner machen sollen, da brauche ich ja noch Dinger. Und das auch. Kaufen wir mal oder auch nicht. Da, was brauchen wir denn? Für ein Dingens. Brillant. Wahrscheinlich kann ich ja sowieso nicht, ja, nicht herstellen. Ich kann keine einzige der Waffen herstellen. Diesen Attribut. Ich brauche einen brillanten Pipinator. Kann ich das schon letztens nicht herstellen? Na, gucken wir mal. Haben wir das schon mal erledigt? Das sieht nicht gut aus. Verborgen. Ich brauche keinen verborgen. Ich brauche brillant. Ich meine, wenn man die brillant. Jawohl. So. Ein Level mehr bekommen. Wir können selber kaufen, brauche ich nicht. Dann können wir hier in Barona die Mission abgeben. Geil. Vielleicht haben wir in Barona ja keine mehr übrig. Und hier ist ein Skit. Wow. Wow, da ist ein Dingens. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Mond da unten? War er schon immer da? Ich glaube nicht, ne? Ich habe das heißt, sie haben mir alle erledigt. So, einige müssen jetzt die Kostüme schon freigeschaltet haben, ne? Natürlich. Modeprinz. Meine war den ja. Küstenengel. Er sieht richtig hübsch aus, finde ich. Ehre, wem Ehre gebührt. It's been some time since His Majesty left the city. Yeah, that's true. And yet everything still seems to be running smoothly. And who does Barona have to thank? Maybe, oh, I don't know, me? Actually, this is Dalin's work. Once again, what goes on in that head of yours? Ah, okay. Okay, manchmal ist sie Dingens. Wie nennt man das? Scheiden, dann nicht. So, der Illusionist Bundeslade, keine Ahnung. So. Wir können ja mal im Dingens nachgucken. Toxische Flüssigkeit. Teles Astur. Wir sind noch zwei Quests offen. Wo kann ich die erledigen? Hey, Sophie. Na? Sag einfach Bescheid, Pascal, dann bin ich sofort bei dir. Cool. Unser eigene... Ja, ne, hat sie ja nicht eigentlich schon... Egal. Zieltraining. Mein Gott, so viele Skits. I've been wondering something about you, Sophie. Do you fight with your bare fists? Sometimes. But I have the same power as Asbel and the others running through me. So does that mean you could, like, break a cup from far away? Yes, I could do that. Then why not give Sherry his back a little poke? But be gentle, of course. Okay. Huh? My bra just... But I only bought it a few days ago. Bullseye! Having fun? Yeah. Warum diese Frage? Findest du das lustig? So, was haben wir denn hier? Datenrekorder. Oh, ich habe wohl meinen Datenrekorder verloren. Könnte jemand aus meiner Umgebung ihn aus Versehen genommen haben? Klasko, ihr könnt ruhig lachen, aber ich sammle seit meiner Kindheit und ich brauche unbedingt noch eins. Glaskugel. Aber konnte man den nicht früher irgendwie im Kindheitsark? Hatte man den ja nicht gefunden? So, ich weiß auf jeden Fall noch, wo sich... Ich meine, ich weiß, wo sich der Datenrekorder befindet jetzt, aber keine Ahnung. Aber dafür werde ich wahrscheinlich offscreen dahin latschen und ja, weiß nicht. Dann schneiden, wenn ich da bin. Also ja, ich speichere jetzt erstmal hier und wenn ich halt offscreen reingehen, wo ich denke, wo sich das Ding befindet. Und dann sehen wir uns wieder in dieser Folge. Also bis gleich. Hoffentlich.
Was haben wir denn da? Oh. Okay, cool. Okay, wie ich mir gedacht habe. Ich bin ja richtig, hoffe ich. Was haben wir hier? Eine seltene Tunika. Okay, und hier haben wir einen Stern. War schon direkt hier? Ich meine, war schon ein bisschen tiefer drin, ne? Da wo wir gegen Richard gekämpft haben. Aber egal. Wenn ich jetzt hier durch könnte, danke. War jetzt nicht so weit entfernt. Aufzeichnungen, Walknis, Ausgrabung, Fortschritt, Wissenschaftlerin, verletzt. Hm, wer hat das gesagt? Es kommt von dort drüben. Mein Gott, mein verdammter Stuhl, ne? Name der Forscherin, MLD. Es scheint eine Art Datenspeichergerät zu sein. Ein Moment, es ist noch nicht fertig. Bei der Arbeit am Schild hat ein Stück von einem kaputten Gerät ihr Bein gestreift. Seitdem kann sie nicht mehr... Ich bin verantwortlich für das, was ihr zugestoßen ist. Direktor, könnt ihr die Spezifikation von 6.0 überprüfen? Direktor? Ja, natürlich. Ein Humanoide, der Partikel stabilisieren kann? Wenn er sich selbst heilen könnte, könnte er vollkommen selbstständig handeln. Es wäre nicht mehr von Menschen abhängig. Diese Idee gefällt mir. Wir sollten... Hoppla. Direktor? Es wäre nicht richtig gewesen. Ich habe es nicht gewagt, ihre Gefühle zu erwidern. Zu guter Letzt habe ich dem Kind einen Namen gegeben. Vielleicht, weil ich selbst nie Kinder hatte. Seid ihr euch sicher, Direktor? Emerald. Es tut mir leid, aber ich habe gerade schrecklich viel zu tun. Ich verstehe. Cornell stieß mich zurück. Ich wollte es nicht glauben. Stattdessen beschloss ich, an den Cornell zu glauben, der Verantwortung für mich übernommen hatte. So gab es für sein Verhalten nur einen möglichen Grund. Forschungsobjekt A. Wir brauchen ihn nicht mehr. Die letzten Anpassungen sind abgeschlossen. Dein Ziel ist Forschungsobjekt A. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Ach, Verflixt, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Das meiste davon habe ich nicht verstanden. Kannst du es reparieren, Pascal? Keine Ahnung, es ist ganz schön alt. Was sollen wir tun? Um es zu reparieren? Nein, mit dem Gerät. Naja, fürs Erste sollten wir es wohl mitnehmen. Gut, wir können es zurückgeben, wenn wir seinen Besitzer gefunden haben. Der Datenrekorder, perfekt. Sophia Tintil, Version 6.1. Bams. In der letzten Anpassung wurde Sophies Ziel registriert. Cool. Alles klar. Dann sind wir ja schon fertig. Hat dort nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Also hier reinzukommen und so. War ein, zwei Räume oder so. Oh, ach so, da. Mein Gott. Ah, ich glaube, hier bin ich wieder richtig gut. Ah, nervig. Hier kannst du irgendwie nicht einschätzen, wo du hin musst, Mann. Voll kompliziert, ey. Kein Skript, okay.
Dann gehen wir nach Telos Esto. Geben die Mission ab. Hey, hey, hey. Eins geht, okay. Wie sieht es titelmäßig aus? Haben alle ein paar bessere Dinger hier. Drachentöter, ja. Haben auch noch nicht gelernt. Können wir auch lernen. Ja. Warte mal. Hubert. Oh, du hast keine mehr. Uah. Machen wir das so. Drachentöter. Okay. Dann haben wir wieder was erledigt. Und mein Gott. Ich weiß nicht, dann haben wir schon bald alles hier erledigt, ne? Letzten Samen müssen wir auch noch einpflanzen. Alles, was hier mit den Dingen zu tun hat. Ja, machen wir das hier noch. Mit dem, mit der Kriegerrast, das können wir auch irgendwann später machen. Sehr viel später sogar. Aber sonst die Geruchsprobe. Warte mal noch. Fendel ist short on Kreas, which means I haven't had a hot bath in way too long. I know, Pascal. Right? It's hard on me too. Ja. It should be. You smell horrible. Oh, really? Do I? What are you doing? I smell fine for 12 days. I think I feel sick. I hate to even ask, Asbel. But what are you doing? All this talk is making me wonder if I smell too. It doesn't seem that bad, but it's hard to tell. I don't smell that bad, do I? Let me check. That does it. I am getting some of the captain's cologne. Ja. Er trägt als einziges immer diese Colognes, ne? Er ist der Einzige, der immer gut riecht. So, nehmen wir das noch. Ostwind. Was ist ein Ostwind? Ein besonderer Wurf klingt, die von einem Ninja-Clan im Osten genutzt wird. Was? Okay. Dann würde ich mal sagen, dann war schon wieder für diese Folge. So viele Sachen bleiben jetzt nicht mehr übrig. Dann können wir auch langsam mal das Spiel zu Ende bringen. Sind da noch mehr gekommen? Nee. Ach ja, der Badeanzug, genau. Seltsame Leute, die müssen wir ja auch noch. Das haben wir nächstes Mal erledigt. Boah, das kann noch ein bisschen dauern. Und ja. Wir haben meine. Okay. Würde ich mal sagen. Ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.